Hallöchen, meine lieben Zoofreunde. Willkommen zu einem neuen, ja, Gehegebau-Speedbuild. Und zwar ist das einmal der Bintoro. Ich weiß nicht 100%, wie man dieses Tier ausspricht. Aber ja, ich habe mich wieder dran gesetzt und habe ein bisschen gebaut für euch. Und das will ich euch jetzt einmal in diesem Speedbuild zeigen. Und ja, dann geht's auch jetzt los mit dem Speedbuild. Viel Spaß dabei! Und da sind wir dann auch wieder im Speedbuild-Modus. Und ja, Leute, vorweg, ich habe mir das so kompliziert gemacht. Die Idee war einfach dahinter, ich habe mir gedacht, okay, pass auf, du machst einfach so eine Höhle, wo die Leute reingucken können, wo die kleinen süßen Tierchen halt schlafen. Und ja, das Problem war einfach erstens der Weg, der jetzt wegkommt. Das mit dem Hügel setzen war noch nicht mal das Problem. Es war einfach das Problem hinterher, die Ebene anzupassen. Also es war unfassbar friemelig. Ich, wie gesagt, ich habe mir das einfach viel zu schwer gemacht. Macht einfach Weg weg, Häufchen, größeres Häufchen, setzt da Löcher mit rein und zieht dann die Wände und dann sollte das auch wesentlich einfacher funktionieren. Da habe ich den jetzt gerade so gedacht, so okay, dann machst du halt den Zaun wieder vor und ziehst es dann in die Höhe. Also es ist, sind mehrere verzweifelte Versuche gerade so ein bisschen hier was zustande zu bringen und ich glaube, ich habe das, lasst mich nicht lügen, bestimmt so eine halbe, dreiviertel Stunde versucht. Und ja, letztendlich hatte ich dann so einigermaßen das Ergebnis, wie ich es haben wollte. Dann hat aber das Spiel ab einer bestimmten Stelle nö gesagt, mache ich nicht. Und ich glaube, nach über einer halben Stunde hatte Yuki die Nase voll und hat dann einfach diesen einen Teil, der da jetzt noch übersteht, weggemacht. Und hat dann gesagt, okay, dann ist es eine Höhle, wo die Leute nur reingucken können. Und dann hatte ich dann das nächste Problem mit dem Weg. Habe ich mich dann noch mehr drüber gefreut. Habe ich dann nochmal versucht, verzweifelt diesen Weg wegzumachen. Und habe dann nochmal so ein bisschen, habe den schmaler gemacht und ein bisschen weiter zum anderen Gehege. Dann ging es. Habe dann gedacht so, okay, gibst du dann jetzt nochmal einen Weg für die Besucher mit durch, weil das halt auch funktioniert. Und es hat wunderbar funktioniert. Wollte da unbedingt dann noch ein Geländer haben, habe ich auch alles gemacht und habe dann einfach ganz einfach angefangen, die Höhenunterschiede zu machen. Ich wollte halt einfach, ja, dass es mehr so mit Höhen hat und dass es einfach nicht so, ja, ein bisschen felsiger ist, sage ich jetzt mal so von der Gegebenheit her. Und ja, habe dann halt so ein bisschen rumprobiert, ein bisschen hier und da noch geglättet und habe dann die Tiere zwischendurch dann schon gekauft und reingeholt, damit man halt einfach weiß, was für Bedürfnisse die Tiere haben. Und ach ja, zwischendurch haben die Diamantschildkröten gesagt, hey, wir brauchen hier mehr Platz und Chaos im Zoo beseitigt. Und ja, habe dann alles dann schon mal angepasst, dann zu dem Brontrum, ich kann es immer noch nicht aussprechen, ja, einfach modelliert und habe dann einfach versucht, dann noch so ein bisschen Klettermöglichkeiten für die Tiere natürlich zu geben, denn die wollen halt ein bisschen was klettern, habe ein bisschen da rumgefriemelt, dass die ein bisschen was zum Klettern haben, dass es auch schön aussieht. Und genau, ganz wichtig, zwischendurch speichern, Leute, ihr müsst speichern, wenn ihr im Off spielt. Das Spiel speichert nicht automatisch für euch und ja, setzt dann noch ein bisschen Kleinkram für die Tiere mit rein. Mir fällt gerade auf, wo ich es jetzt gerade sehe, ihr seht jetzt ja diesen Baum da und ihr müsst aufpassen, dass ihr die Bäume nicht zu nah an den Zaun setzt oder ihr müsst den Zaun ausbruchsicher machen, dass die da nicht rüberhopsen, weil sonst ja, hüpfen die euch andauernd da über den Zaun. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit diesem Speedbuild. Habe dann noch den Weg schnell angeschlossen. Einmal ein bisschen ruckeligen Anfang. Ich weiß nicht, warum die Aufnahme das so macht. Aber dann nochmal so ein Speed, so einen Schwenker gemacht, hatte ich euch ja im letzten Video gesagt, mache ich. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich bin da so ein bisschen, ich muss es noch üben, ich gebe es zu. Und ja, so sieht es aktuell aus. Und ich glaube, ich habe nur noch Steine gesetzt im Off und mehr habe ich nicht getan. Das war alles zum Speedbuild.
Und da sind wir dann auch wieder im, ja, Live-Modus mit bei dem Brontron. Ich kann immer noch nicht diesen Namen aussprechen. Brontron, glaube ich. Heißen die, bitte nagel mich da jetzt nicht auf die Korrektur mit fest. Ja, ich habe sehr, sehr hügelig wieder gebaut. Ui, gebaut. Bams. Einmal wieder so schön den Ball durch die Gegend geschmissen. Ja, Fazit zu diesen Tieren. Ich finde die richtig putzig. Also die haben so ein bisschen was vom, wie soll man das sagen, vom Waschbär, aber irgendwie wie so ein Marder. Also wisst ihr, was ich meine? Denn die haben auch so einen langen, so einen langen Puschelschwanz. Also, ja, was würdet ihr sagen, ist das für ein Tier, für eine Mischung? Und kopfüber. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das Weibchen. Und hier sehen die deutlich besser aus. Ich hatte ja hier so ein bisschen immer die Befürchtung, dass das wie so ein Dreieck aussieht. Das sah nämlich immer so aus. Und warum ist sie denn so verletzt? Er, sie, es. Nee, ist ein Weibchen. Die hat ganz schön Macken abgekriegt, die Gute. Ich guck mal. Da ist das Männchen. Das sieht aber irgendwie auch nicht wirklich besser aus. Und spielt auch wieder mit dem Ball. Habt ihr Hunger? Ja. Ich habe eben nur noch ein ganz kleines bisschen hier Steine mit reingesetzt, damit das halt einfach nochmal ein bisschen, ja, bisschen andere Texturen mit reinkriegt. Und ja. Du bist satt? Ja? Bist du satt? Scheint so. Und das Gute ist halt auch, dass die Besucher hier rein können. Wichtig ist einfach nur, passt da so ein bisschen auf, wie ihr was setzt. Mit den Bäumen. Die können nämlich auch einmal die Bäume quasi kaputt, also hochklettern, nicht kaputt machen. Und euch ab auch ausbüchsen. Ich habe hier, das sieht man hier ganz gut, ich habe da so einen Kletterschutz gemacht. Als wenn ich es gewusst hätte, würde ich euch auch empfehlen. Ach, ich wollte jetzt gerade sagen, na, Vorführeffekt. Willst du jetzt hier einmal den Baum hoch? Also, es gibt Bäume, die können sie hoch. Falls ihr diesen Ausbruch-Kletterschutz nicht mitbaut, passt einfach auf, wo ihr die Bäume hinstellt, damit euch die Tiere nicht andauernd abhauen. Ich bedanke mich aber auch an der Stelle wieder fürs Zusehen und schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr schon alles gebaut habt von dem neuen Ostasien-Pack. Also von den Tieren, welche Tiere durften schon bei dir einziehen? Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.